Wir haben 6 Uhr. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zu bekommen. Wir sind jetzt gleich auf dem Weg zu meinem Dorf. Ich glaube, das ist bisher der glücklichste Tag in meinem Leben, nachdem, als ich Abi geschrieben habe und gesagt habe, see ya, bitches. Ich habe ja auch diese süße, dieses süße Welpengeschirr. Ich habe mein Make-up im Auto gewaxt. Es ist wirklich nicht schön geworden, aber it's just how it is. Ja, ich bin richtig nervös. Also so richtig, richtig. Meine Hände sind ugly as schwitzig. Ich bin so gespannt. Hier ist die kleine Hundebox, aber ich glaube, dass ich sie auf den Schoß nehmen werde. Jetzt habe ich schon gesagt, es ist eine sie. Ja, it's a her. Und ja, Mann, so excited. Okay, time to pick my baby up. So, Leute, ich möchte euch mein kleines neues Baby zeigen. Mein ganzer Stolz ab jetzt zu halten. Darf ich euch vorstellen? Das ist Sky. Ah! Oh mein Gott, Baby, guck mal, das bist du. Ja, das bist du. Sie ist ein Frenchie. Sie hat blaue Augen. Von dem Licht hier sieht man das auch. Nur Schutz. Sie ist so süß. Sie ist so süß. Ich habe jetzt Handtuch, Pipi-Pad. Werde sie jetzt erstmal auf den Schoß halten, weil ich habe natürlich auch die Box. Aber ich habe gelesen und auch gehört und mir wurde auch empfohlen, dass man sie erstmal auf den Schoß nehmen soll, damit sie sich auch dran gewöhnt und so. Und wir werden jetzt eine ganz tolle Zeit haben, ne Schatz? Wie schön du bist. Sie sieht so schön aus. Die ersten Kussis. Ui. Hi, Schatzi. Hi. Hi. Ja. 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 Leute, sie hat das erste Mal Pipi draußen gemacht. Die ist ja noch so jung. Die ist heute 2 Monate alt. Ich darf nicht länger als 10 Minuten raus. Ne, vorher durftest du gar nicht raus. Oh, ich bin so stolz auf dich, dass du Pipi draußen gemacht hast. Durst hatte sie keinen. Wir haben so Wasser in unsere Hände gemacht. Aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass es in unseren Händen war. Ja. Bald sind wir zu Hause. Bald sind wir zu Hause. Ui. Kussis. Ah. Die erste Pause mit der kleinen Maus. Guck mal. Da, guck mal, da bist du. Oh. Ja, ich habe jetzt ihr kleines Geschirr angezogen. Und wir werden jetzt gleich mal das erste Mal auf die Wiese gehen. Es tut mir leid, dass ich so rede, aber die ist einfach so süß. Die hat die ganze Zeit so, so, so lieb geschlafen. Hast du so lieb geschlafen? Ja. Du bist so hübsch. Du bist einfach so süß und so hübsch. Ich habe auch einen Instagram-Account für sie. Könnt ihr gerne folgen. Da werde ich nämlich ganz viel spammen. Oder, Baby? Jo. Ui, bist du hübsch. Viele fragen sich ja auch, okay, wieso hast du einen gezüchteten Hund genommen? Wieso hast du keinen aus dem Tierheim genommen? Wieso unbedingt französische Bulldoggen? Ich muss ehrlich sein, französische Bulldoggen waren für mich bisher die süßesten Hunde. Und ich konnte mir immer nur so einen vorstellen, keinen anderen. Und deswegen war für mich entweder eine französische Bulldogge oder kein Hund. Und da viele Tiere, wenn die aus dem Heim kommen, du weißt nie, wie die behandelt wurden, was für ein Trauma die haben. Und die ersten 16 Wochen von einem Hund, also in einem Welpenjahr, sind die wichtigsten, weil in diesen Wochen
der Hund so geprägt wird von was er machen darf, was er nicht machen darf, wie er groß wird. Und mir ist es zu riskant, da einen Hund aus dem Tierheim zu nehmen. Und das ist überhaupt nicht gegen Tierheime oder so, aber für mich persönlich kann ich mir das nicht vorstellen. Das ist auch mein erster Hund und ich will da nicht gleich irgendwas verkacken. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich das Gefühl habe, dass Hunde aus dem Tierheim, also nicht immer, aber trotzdem ein bisschen mehr, also schwieriger sind. Und deswegen habe ich mich für eine französische Bulldogge. Und ich finde es auch immer so unfair, wenn Leute das dann sofort kritisieren oder schlecht reden oder sagen, nö und so. Jeder sollte da seine eigenen Erfahrungen sammeln und ich hoffe, dass ihr das respektiert. Und für mich ist gerade ein riesen Traum wahr geworden. Ich werde der Kleinen das beste Leben ermöglichen, wie es geht. Das ist meine oberste Priorität. Guck mal, Baby, da bist du. Da bist du. Und wie gesagt, das war ja auch ziemlich spontan, dass wir sie jetzt heute abgeholt haben. Und eigentlich wollten wir das in der Woche machen. Eigentlich in anderthalb. Das heißt, ich habe noch voll viele Sachen gar nicht. Deswegen werden wir mal sehen, wie das ist. Ja, ich hatte gestern so schlechte Laune, aber dann habe ich entschlossen, dich heute zu holen. Und dann war ich ganz, ganz doll happy. Was ist eigentlich mit dir? Bist du auf Erkundungstour? Ich ziehe mal das Geschirr wieder ab. Die hat das erste Mal gerade draußen Pipi gemacht. Das war einfach so Zucker. Die versucht wirklich an allem rumzuknabbern. Ich hatte halt auch kein Spielzeug. Das wollte ich halt alles heute holen, auch Hundekotbeutel und so. Habe ich alles noch nicht. Aber ich werde dann heute wahrscheinlich nochmal zu Fressnapf gehen und ein Spielzeug holen. Ich wollte hier jetzt nochmal kurz in den Vlog reinspringen und nochmal kurz ein bisschen was auch erzählen, weil ich habe keinen Bock, dass Leute denken, dass ich mich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass ich nicht weiß, dass es viele Frenchies gibt, die Krankheiten haben, die schlecht gezüchtet werden. Und ich will auch mal ein bisschen was... Huch, mein Schatz, bleib mal hier. Bisschen was erzählen. Guck mal da, Baby. Ja, also, Freunde von mir haben Frenchies. Ich habe selber schon in einem Video auf einen Frenchie aufgepasst. Ich weiß, wie das mit den Schnarchen ist. Ich weiß, wie das mit der Nase ist und... Das ist nicht so, dass ich mich nicht informiert habe. Wieso ich keinen Hund aus dem Tierheim geholt habe, habe ich auch schon gesagt. Ich finde, nicht jeder ist für einen Hund aus dem Tierheim gemacht und ich schon gar nicht. Ich bin Anfänger. Und ich habe Angst, dass ich sonst überfordert bin mit einem Hund, der schon full on entwickelt ist, sagen wir mal. Und der irgendein Trauma hat. Ich bin da einfach ehrlich, ich weiß nicht... Au, hier, da reinbeißen. Ich weiß nicht, ob ich... das hingekriegt hätte. Ich dachte halt immer dann, wenn ich ein... Also mein Traum war schon immer ein Frenchie und ich glaube, sehr viele, die mich verfolgen, die wissen das. Und deswegen habe ich auch, als ich mir einen Züchter gesucht habe, immer nachgefragt, sind sie in einem Züchterverein, haben sie Papiere, sind die Tiere gesund, wie oft züchten sie und... Ich habe mit relativ vielen Züchtern gesprochen, aber das hat irgendwie alles nicht so funktioniert und es hat bei manchen nicht so harmoniert und irgendwie muss man der Person ja auch vertrauen, dass die Tiere gesund sind. Ne? Und als ich dann die kleine Skye gefunden habe, habe ich natürlich auch gefragt, wie sieht es mit der Mutter aus? Kann man die Mutter sehen? Ich habe die Mutter live gesehen, wir haben uns... Skye und ihre Geschwister auch noch angeschaut. Die Mutter war full on gesund, die hat nicht irgendwie gegrunzt oder so, also verstopfte Nase gehabt, die war flink, die hatte keine Probleme mit ihren Gelenken, genauso wie mit dem Dad. Die Mutter hat relativ wenig gewogen, der Vater hat voll okay gewogen, nicht zu viel, weil manche Frenchies werden auch relativ schnell übergewichtig. Was auch sehr schlecht ist, weil die dadurch halt, wie gesagt, Gelenkprobleme bekommen, wenn die so viel rennen oder toben oder so immer. Also, die Eltern sind gesund, auf die Tiere wird aufgepasst. Meine Züchterin züchtet nur alle paar Jahre, einfach aus, weil es ihr Spaß macht, weil es süß ist, natürlich auch anstrengend, ne? Die hatte drei verschiedene Frenchies, Moms sozusagen. Das wollte ich einfach nochmal sagen. Nicht, dass da irgendwelche Kommentare kommen. Sorry, weil... von wegen, ich würde mich nicht informieren oder sonst irgendwas. Ja. Das wollte ich nur sagen. Und auch leben und leben lassen.
Nur weil ich mir ein Frenchie hole, heißt es nicht, dass ihr das auch machen müsst. Oder nur weil sich jemand anderes einen anderen Züchterhund holt, ist es nicht gleich gut. Ich würde auch immer sagen, guckt euch den Züchter an. Ich würde niemals... Nein, das ist Papas Pulli. Das ist Papas Pulli. Guck mal. Ich würde niemals, hätte ich sie mir ausgesucht, wenn ich kein gutes Gefühl bei der Züchterin hätte. Bei allem, was ich mache, mache ich 100%. Deswegen, das wollte ich euch nur mitteilen. Hey, mein Schatz. Ja. Und ja, viel Spaß jetzt weiter bei dem Video. Tschüss. Ach so, eine Sache auch noch. Wegen Hundeschule und so weiter, weil ich schon ein paar Kommentare gesehen habe. Das werde ich einfach mal ein paar anderen Vlogs ansprechen. Und euch dann natürlich updaten. Tschüss. Nicht tschüss, aber jetzt geht's weiter in dem Video. Nur mit Schnitz. Kurze Pause. Bisschen Food, weil ich habe Antibiotika genommen. Das heißt, ich muss jetzt was essen. Die Kleine macht sich echt gut. Sie hat gerade wieder Pipi draußen gemacht. Party! Und Gabdoya holt für die Spielzeug. Wie gesagt, wir hatten ja noch gar nichts. Es ist so schön draußen. Oh mein Gott. Feels like summer, spring. Wir sind fast zu Hause. Unser letzter Stopp ist Fressnapf. Ein kleines Spielzeug für dich kriege, ne, Schnatzi? Die knabbert hier nämlich schon gerne an allem rum. Und ich habe gelernt, dass man nicht Nein sagen soll, sondern anstatt ihr das zu verbieten, soll man dem Welpen einfach ein Spielzeug geben, dass er lernt, dass er anstatt was auch immer, dass er dann das benutzt. Ja. Deswegen gehen wir jetzt los, Bibi. Oh, wir gehen jetzt los. Oh, 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 oh. Ah! Wir sind zu Hause. Ja, wir sind zu Hause. Das erste, was man machen sollte mit Welpen, erstmal direkt auf den, mit denen rausgehen, damit die am besten Garten oder so ist, irgendwo in der Nähe, wo die lernen, wo sie jetzt Pipi und Kaki machen. So, Schatzi, machst du jetzt mal für uns hier alle? Ja? Super. Ihr erstes offizielles Kaki-Lein bei uns zu Hause. Ui! Das ist deine Tante, mein Schatz. Das ist geil. Guck mal da. Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Hi, Schatz. Ja, das ist mein Fuß. 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 Die war echt so brav beim Autofahren. Komm, die kommt da nicht selber hoch. Ui. Komm her. Du musst hierher. Du musst hierher. Oh nein, jetzt hat die Angst. Die hat Angst. Und da lang, ja. Hast du etwa gerade auf den Teppich gekackt? Hm? Ja? Ja, Schatz. Komm. Komm. Ja, wo hast denn du hingekackt, hm? Wo hast du hingekackt? Da hast du hingekackt, ne? Toll. Ganz toll. Ui, und wir schauen Shrek. Ja, Schatz. Was machst du da? Machst kein Kacke, oder? Oh, sie hat Pipi gemacht. So, Leute, der Abend ist angekommen. Ich bin den ganzen Tag auf Trab gewesen mit der Kleinen. Die hat überall ein bisschen hingepinkelt, hingekackt. Aber das meiste wirklich draußen. Und jetzt sind wir
gerade dabei zusammen zu lernen, in der Box zu bleiben. Weil, wie gesagt, mein Gitter ist noch nicht angekommen. Und heute Nacht ist es die einzige Möglichkeit, wie ich sie so ein bisschen unter Kontrolle habe, während ich halt schlafe. Ne, Schatz? Keiner hat mich unter Kontrolle. Ja, wir sagen jetzt Tschüss. Wir sagen jetzt auf jeden Fall Tschüss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid ready für die nächsten Vlogs, für die nächsten Wochen, wie es wird. Mit meinem kleinen Baby. Mit meinem kleinen Baby. Ja. Ich freue mich mega auf positives Feedback oder allgemein Videowünsche. Let me know. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz sicher im